Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Action Live Haul. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt und viel Spaß mit dem Video. Ich bin hier gerade bei dem Elektronikzeug und habe hier gerade so ein kleines Täschchen gefunden, sage ich jetzt mal. Und zwar diese hier, da kann man richtig gut Kopfhörer verstauen zum Mitnehmen, richtig putzig. Und hier gibt es auch noch Hello Kitty, richtig süß, oder? Gefallen mir sehr, sehr gut. Im Übrigen habe ich von hier auch so eine Bluetooth-Kopfhörer, die kann ich auch empfehlen, sind richtig gut, sind auch nicht teuer hier und ja, sind ganz normale Kopfhörer, also ich finde die super. Und hier habe ich gerade noch solche Teile gefunden fürs Handy, kosten auch nur alle 98 Cent, auch richtig cool, also wenn du sowas noch suchst, das kostet sonst auch immer viel, viel mehr und hier bekommst du das wirklich sehr günstig. Gibt es auch viele verschiedene Farben. Hier habe ich gerade was zum Aufpusten gefunden. Hier gibt es solche Sofas, hatte ich auch schon mal sowas. Die sind echt cool. Also wenn du sowas suchst für den Garten oder Balkon, ich finde die cool. Hier sehe ich gerade, gibt es alles Mögliche an Leuchtmittel für Balkon oder für den Garten, auch richtig hübsch. Und hier drüben habe ich auch noch was Tolles entdeckt. Hier gibt es nämlich einiges zum Saubermachen, Reinigungsgeräte quasi. Also auch richtig cool. Ich habe hier nämlich auch so einen Wischer mal gekauft. Der ist auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich würde sagen, wir schlendern mal weiter und schauen mal, was es noch so gibt. Was ist das denn Tolles? Okay, witzig. Also hier gibt es wieder einige Angebote, richtig cool. Und hier drüben haben wir das ganze Deko-Zeug. Hier sehe ich jetzt aber nicht so viele Veränderungen, muss ich sagen. Also das meiste kenne ich eigentlich schon. Da bin ich heute nicht so scharf drauf, sagen wir es mal so. Ich brauche gerade auch nicht so wirklich was an Deko. Ich habe noch einiges. Ich bin erstmal versorgt. Und hier gibt es wieder diese riesen Streichhölzer. Die suchen auch immer einige. Also hier im Action gibt es sie für 87 Cent gerade mal. Und hier habe ich auch schon einiges an so einen Duftsachen gekauft. Kann ich auch empfehlen, muss man allerdings eher in so kleinere Räume stellen. In so große Räume, finde ich, riecht man das nicht so doll. Aber in so kleinere finde ich die sehr gut. Gibt es auch echt verschiedene. Und hier gibt es auch so einen Wachs. Auch cool. Und hier gibt es auch diese ganzen Duftdiffuser, also falls du da auch noch was suchst, die kann ich auch empfehlen, die sind auch sehr gut. Und hier gibt es auch so eine Duftteile jetzt in richtig groß, ich denke mal für größere Räume sind die besser geeignet. Und den hier kenne ich noch nicht, der ist glaube ich neu, sieht sehr interessant aus. Und wieder jede Menge tolle Kerzen. Also Kerzen kaufe ich hier auch immer wieder, weil die einfach sehr günstig sind und sehr gut. Und hier habe ich noch was komplett Neues entdeckt. Hier gibt es jetzt solche richtig süßen Körbe in allen möglichen Varianten. Den hier finde ich niedlich. Also gibt es wirklich alle möglichen Varianten, Größen, Formen. Du siehst ja, hier gibt es etliche. Die gab es sonst noch nicht. Also die kenne ich jetzt hier überhaupt noch gar nicht. Und hier gibt es wirklich so ein ganzes Regal davon voll. Also richtig cool, wenn du sowas suchst. Und es gibt auch noch jede Menge Uhren. Die finde ich auch immer so hübsch. Ich gucke die mir jedes Mal an. Hier sehe ich gerade diese Zeitschaltuhren, gibt es immer noch, finde ich auch immer richtig gut, habe ich auch schon mehrere hier gekauft, funktionieren super.
Und hier geht es noch weiter mit so Elektroniksachen, Steckdosen, Kabel, Glühbirnen und so weiter. Gibt es alles Mögliche, bekommst du hier auch wirklich sehr, sehr günstig. Und hier drüben gibt es auch jede Menge Decken. Die sind echt so schön. Die sind so, so flauschig. Schau mal, die hier, richtig coole Farbe. Die kostet auch nur 6,95. Oh, sie sind so schön. Gefallen mir alle so gut. Richtig schöne, flauschige Kuscheldecken. Diese zwei wunderschönen Karten sind als erstes in mein Körbchen gewandert. Die sind richtig, richtig schön. Haben jetzt hier auch noch so eine Folie drumherum. Finde ich sehr gut. So werden sie nicht irgendwie schmutzig oder so beim Transportieren. Und ja, ich finde die richtig cool, wenn man sowas verschickt oder einfach noch als Geschenk mit ranmachen möchte. Sehen die echt süß aus, haben auch so eine 3D-Schrift. Also die kommt wirklich hier so raus. Und ich musste sie mitnehmen. Ich fand sie so, so schön und es gibt wirklich unglaublich schöne Karten im Action. Dann musste ich unbedingt nochmal so einen Raumduft hier mitnehmen. Der hat solche Stäbchen dann und verteilt seinen Duft wirklich wunderschön, ganz angenehm und leicht, nicht so extrem. Und hier habe ich mich für Vanille entschieden. Ich hatte hier aus dem Action Voice mal irgendeinen anderen Duft. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Und dann war eine Freundin von mir im Bad gewesen. Ich hatte sie ins Bad gestellt. Und sie meinte, Mensch, was hast denn du da für einen tollen Duft? Und das riecht ja so schön in deinem Bad. Und daher dachte ich, ich muss jetzt einfach nochmal ein neues mitnehmen. Es ist jetzt nämlich schon alle gewesen. Und ja, jetzt habe ich mich für Vanille entschieden und hoffe natürlich, dass der Duft auch genauso gut ist. Dann habe ich jetzt nochmal solche Frischhaltebeutel eingepackt und zwar in einer größeren Größe. Und die haben wieder diesen coolen Verschluss, den man dann so zuknipsen kann. Finde ich richtig toll. Ich habe vorher mal so eine kleinere Version mitgenommen und habe jetzt nochmal hier große. Dann habe ich das hier im Action gefunden. Ist natürlich jetzt immer richtig gut für den Sommer, wenn man was zu essen auf dem Tisch stehen hat und irgendwelche Fliegen, Bienen oder sonst irgendwas angeflattert kommt. Finde ich sowas hier immer super praktisch. Das spannt man einfach so übers Essen auf und dann kann da wirklich nichts rankommen. Und meins war jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr, wo ich habe, ob es kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Daher habe ich jetzt einfach mal so ein neues Netz hier mitgenommen und ja, ist einfach super, super praktisch im Sommer. Dann habe ich noch diese kleinen süßen Söckchen hier entdeckt. Die werden noch ein wenig groß sein, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe sowas gerne einfach immer schon auf Vorrat, wenn sie dann einfach eine größere Größe braucht. Und ja, da habe ich die jetzt einfach gleich mal mit eingepackt. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist sehr groß. Ich hoffe, ich bekomme es hier einigermaßen ins Bild. Und zwar ist das so eine Riesenkröte hier. Die ist zum Schaukeln. Ich drehe mal das Bild so, dass ihr das seht. Ihr seht, wie das hier ausschaut. Es gab auch mehrere Farben und wir haben uns jetzt hier für Blau entschieden. Und noch was Hübsches zum Spielen. Ich fand das so süß. Ich habe das gesehen und dachte, ach, das musst du unbedingt noch mitnehmen. Und ja, ich finde es einfach total niedlich. Ist wie so ein kleines Häuschen quasi gemacht. Und hier wohnen dann diese kleinen süßen Püppchen hier drin. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich denke mal, das gibt es sicherlich auch meistens immer irgendwie jetzt irgendwelche Filme, Trickfilme und so weiter. Ich kenne es nicht. Ich habe jetzt einfach nur auf die Verpackung hier geschaut und gesehen, was hier so drin ist und fand es so niedlich und dachte, ach, das nimmst du noch mit, ist so, so hübsch. Und dazu, das stand nämlich gleich noch daneben, solche kleinen süßen Püppchen, die dazugehören quasi. Und hier ist nur eine drinne. Und ich habe dann einfach gleich noch die hier mit dazu gekauft. Ich finde es so hübsch. Und ja, es gibt natürlich nicht das komplette Spielzeug einfach nur so zwischendurch oder so. Ich stelle das dann einfach immer weg und so habe ich dann gleich was für den nächsten Anlass. Und dann haben wir auch gleich schon immer Geschenke, ja, quasi parat. Müssen nicht erst immer irgendwann losrennen und ja. Also wie gesagt, ich stelle mir das immer auf Vorrat quasi in den Schrank und so haben wir einfach immer etwas da. Dann habe ich einmal Wattestäbchen gleich mitgenommen. Die sind da im Action einfach auch immer super günstig. Hier sind 300 Stück drin und ja, kann man, denke ich, bei sowas hier auch überhaupt nichts verkehrt machen. Habe ich gleich mit eingepackt. Und dann habe ich noch eine neue Lippenpflege. Das hier ist Kokos. Es gab ja auch noch Kiwi. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas gab. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich habe mich jetzt für Kokos entschieden. Eigentlich habe ich auch noch eine Lippenpflege gehabt, eine neue aus dem Rossmann, aber die hat sich jemand leider in die Haare geschmiert. Ja, deswegen habe ich jetzt eine neue Lippenpflege unbedingt gebraucht und habe mich für Kokos entschieden. Im letzten Live-Haul hast du das hier schon gesehen, nicht dasselbe, da hatten wir ein Einhorn gekauft in rosa, jetzt haben wir hier einen Stern. Ich finde die so cool und es macht wirklich unglaublich viel Spaß, kann man auch, denke ich, gut verschenken. Ich denke mal, die meisten Kids stehen darauf. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob es hier so
Originale gibt und quasi günstige Varianten, das weiß ich nicht. Ich fand das jedenfalls super. Im Action gab es es einfach. Ich wollte es schon mal bestellen. Da kostet es allerdings so um die 5 bis 10 Euro, je nachdem, welche Größe und was man so haben möchte. Und im Action war das einfach super günstig. Daher habe ich gedacht, ich muss jetzt gleich noch mal eins mitnehmen. Und dann habe ich das hier noch entdeckt. Ich glaube, da gab es auch schon alles Mögliche im Action an solchen Nudeln oder 5-Minuten-Terrinen und so weiter. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden, diese Instant-Nudeln, und ich denke mal, es soll Gemüse sein. Und ja, habe jetzt mal 2 Packen mitgenommen. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Kurzen habe ich gehört, dass das Ganze nicht so gesund sein soll. Ich denke mal, wenn man das mal ab und zu wirklich selten isst, also wir essen das jetzt hier nicht als Hauptgrundnahrungsmittel oder so, also ich habe ja hier jetzt auch nur 2 mitgenommen, denke ich mal, kann man das für zwischendurch ab und zu mal machen. Und dann habe ich noch was Süßes entdeckt. Hier habe ich mich für die hier entschieden. Hier sind so eine Rollen drin als Gummibärchen. Und ja, ich fand die cool, dachte, ich muss jetzt mal wieder was an Gummibärchen mitnehmen und habe mich für die entschieden. Ich hoffe natürlich, der heutige Live-Haul hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne dein Feedback unten in den Kommentaren und schreib mir natürlich auch gerne Videowünsche, wenn du das möchtest. Gib diesem Video hier gerne einen Daumen nach oben. Vergiss mich nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!